Hallo und herzlich willkommen zu einer Panzervorstellung zum heute angekommenen T23 E3 Stufe 7 Premium Tank Medium der USA. Dieser ist endlich auf unseren Servern angekommen, wurde er ja im Weltflammen-Event verschenkt an die 6000 erfolgreichsten Spieler. Wie wir sehen, er sieht genauso aus wie der ehemalige T23 E80. Den gab es bereits damals im amerikanischen Baum auf Tier 8 und wurde gegen den Pershing ausgetauscht. Deswegen steht hier auch ein E3 und kein E80 mehr. Hitpoints, 1050 Hitpoints, 36 Tonnen, Gewicht 500 Pferdestärken. Damit kommen wir auf 56,3 Kilometer pro Stunde Speedlimit. Er braucht allerdings ein bisschen Zeit, um dorthin zu kommen. Allerdings geht dort einiges mehr, wenn wir Rückenwind und bergrunter fahren. Werden wir später noch sehen. 40 Grad Drehgeschwindigkeit ist ziemlich flink. Ansonsten haben wir 76 mm Panzerung an der Front, Turm sowohl als auch Wanne. Wir haben eine View Range von 380 Metern und sind damit ziemlich gut. Ansonsten haben wir die Signalrange von 745 Metern. Das ist sogar extrem gut. Insgesamt ist er also ein sehr flinker Medium. Allerdings ist er schlecht bewaffnet. Wie wir hier sehen, 76 mm Kanone M1A1, die kennen wir bereits. Die haben wir schon mal gesehen. Auf dem T49 zum Beispiel ist es die Top-Kanone und der T49 ist Tier 6. Also nicht allzu gut diese Kanone auf Tier 7 ein wenig anagiert. Wir haben aber 18,18 Rate of Fire. Das macht insgesamt mit einem Gunrammer eine Reloadzeit von ca. 2,7. Wie wir sehen, ich habe auch eine schlechte Crew, also kein Brothers in Arms. Deswegen weiß ich noch nicht, wie sich Brothers in Arms darauf auswirkt. Ansonsten, ja, magere 128 PEN, 115 Damage. Und hier muss man wirklich aufpassen, denn wenn man mit Gold schießt, macht man weniger Schaden. Ähnlich wie beim Chefi oder eben dem T49. Ja, akkurat ist er auch. Solala mit 0,36 ist aber ziemlich gut für Tier 7 und ausreichend. Allerdings ist die Aiming Time mit 2,2 extrem hoch. Gut, wir schauen uns einfach mal an, wie er sich so in den Schlachten schlägt, um euch einen kurzen, ja, Ausblick auf diesen Tank zu bringen. Da sind wir auch schon auf El Aluf, ein Max-Tier 8 Gefecht. Ich bin im Platoon mit dem Doc Ratti in seiner Hellcat und dem Trappel 22 in seinem E25. Und genau solche Platoons sollte man hier machen. Entweder ihr schnappt euch andere Spieler mit dem T23 E3 oder etwas Ähnlichem mit angepasstem Matchmaking, der Panther M10 zum Beispiel oder eben der E25. Ansonsten fahrt mit anderen Spielern, welche dann einen Tier 6er besteigen, damit ihr nicht hier irgendwie in Tier 9er gequetscht werdet. Ihr habt angepasstes Matchmaking, das solltet ihr ausnutzen. Wir fahren hier am Anfang direkt den Hügel runter und wir sehen schon, wir erreichen hier 71-72 km/h Spitze, allerdings nur bergab und mit Rückenwind. Ansonsten kommt er relativ schnell auf geradem Gelände auf Geschwindigkeit. Am Anfang muss er ein bisschen Gewicht überwinden, sind immerhin 36 Tonnen. Und wir begeben uns hier am Anfang schon direkt auf Spotting-Position. 2,78 Sekunden Reload, das ist ziemlich gut. Ganz ähnlich dem E25. Ich habe jetzt hier auch keine Brothers in Arms, also Waffenbrüder-Crew. Ich habe nur den, ja, minus 10% Gunrammer drin. Reicht aus. Den kann man auch rausnehmen, wenn man auf Spotting Wert legt, kann man dann hier entspiegelte Optiken bzw. Optics oder eben das Scherenfernrohr einbauen. Das ist alles möglich. Ansonsten habe ich hier noch einen Stabilisator, denn für so einen Tank ist der Pflicht. Und Lüftung. Gut, im Moment sehen wir noch keine Gegner. Unser Team macht sich hier oben auf dem Kamm bereit. Jetzt habe ich gerade mal nicht aufgepasst und dann zuckte da ein 112 vorbei. Aber gut, wir haben ja nur eine kleine 76 mm Kanone und ich kann es euch hier mal zeigen. Wir haben Penetration von 128, Damage 115. Wären wir bei dem 110er eh nicht durchgekommen. Gut, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ich habe hier leider ab und zu in den Replays, die ihr seht, vergessen, dass ich keinen sechsten Sinn habe. Deswegen werde ich hier ein paar dumme Dinge machen, die man nicht machen sollte.
weil ich einfach dachte, ich wäre noch zu. Dem war nicht so, aber das sehen wir dann noch. Insgesamt war es ziemlich schwierig, hier überhaupt ein bisschen Replays zu kriegen, da ich insgesamt 8 Gefechte am Stück verloren habe. 2 habe ich Mist gebaut, beim Rest war es wirklich das Team. Da war ich dann zum Schluss teilweise der letzte Überlebende. Das war nicht so schön. Deshalb jetzt hier mit dem Platoon von Duck und Trouble ging es dann wirklich ziemlich gut. So, ich habe jetzt hier genug gespottet. Da war einfach nichts zu sehen. Deswegen fahren wir vor. Hier war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich aufgegangen bin. Deswegen gehen wir kein Risiko ein und fahren so nah wie möglich an diesen Hügel ran. Immer ein Blick nach links, ob die IS-3 uns bemerkt haben und eventuell zurückfahren. Der KV-1S da drüben hat uns wahrscheinlich gesehen. Wenn nicht er, dann der ELC. Deswegen bringen wir uns hier in Sicherheit vor diesen Kanonen, hinter uns und vor uns. Hier kann es passieren, dass direkt vor euch da ein Gegner steht. Wenn das passiert, seid ihr tot. Ich bin mir aber ziemlich sicher gewesen, dass dort keiner steht. Deshalb habe ich jetzt hier einfach eine offensive Position eingenommen und versucht, die gegnerischen Panzer dort unten auf der H7-Linie anzugreifen. Aber ich habe leider nichts gesehen. Das war ziemlich schade. Deswegen warte ich jetzt hier einfach auf meine Teamkameraden. Der Trappe hat ja schon einen Panzer rausgenommen. Oh, und wir sehen hier ein ELC. Der erste Schuss ging leider daneben. Wir sind nicht die genauesten. Mit 0,36 kann da schon mal eine Kugel daneben gehen. Aber jede dritte trifft ungefähr in die Mitte des Zielkreuzes. Jetzt haben wir hier ein Nashorn. Und wir kriegen noch einen zweiten Schuss raus. Aber da war das Nashorn schon tot. Jetzt werden wir von allen Seiten beschossen. Das Nashorn von vorne und der T-23E3 von der CS Army aus dem Gegnerteam dort unten. Aber mein Team kümmert sich nun darum, greift die nun an. Müssen aufpassen, dass die Rheinmetall-Borsig-Waffenträger dort nicht irgendwie intervenieren. So. Sie können alle nicht drauf schießen. Und ich habe jetzt hier den ELC gesichtet, welcher hier ganz schlau im Busch stehen wollte. Das hat nicht so ganz geklappt, deswegen kriegt er 2 Kugeln ins Gesicht. Hat nur noch 149 HP. Leider kriegen wir ihn jetzt nicht mehr rein. Da müssen wir ein bisschen näher ran. Aber vielleicht kriegen wir doch noch einen. Nein, leider nicht. Da ging der Schuss vorbei. Ich versuche es nochmal. Wir haben ja genug Munition dabei, wie ihr seht unten. 46 Granaten sind jetzt nach einem kleinen Schusswechsel noch übrig. Oh, da kommt er raus. Macht er den Fehler, fährt er vor, er fährt vor, na klar. Kriegt noch eine Kugel ins Gesicht und das war's um ihn geschehen. Da hat er den Reload hier massiv unterschätzt. Das werden wir hier öfters sehen, dass viele denken, ach, das ist ja sowas ähnliches wie ein T20 oder T21. Das sind bestimmt 6 Sekunden Reload oder sowas. Und dann kriegen sie eine zweite Kugel ins Gesicht oder auch eine dritte. Das ist sehr angenehm. So, aber Munition, wie gesagt, wir haben knapp 100 Schuss dabei, also das reicht auf jeden Fall ziemlich lange. Und wir spotten jetzt hier unseren Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Währenddessen zieht unser Team nun vor der Trappe. Hier geht offensiv mit seinem E25 ran. Hat mittlerweile auch schon 3 Kills. Na, ja, war eine gute Runde für ihn. Aber wir wollen natürlich hier kurz ein bisschen Impressionen vom T23E3 zeigen. Keine Superrunden, sondern einfach nur, was kann er und was kann er nicht. Und da sind wir hier auch schon bei der Gun Depression. Die Gun Depression dürfte bei minus 10 Grad liegen. Das ist ziemlich viel. Nicht ganz so viel wie zum Beispiel ein STB-1 oder sowas. Aber für ein Tier 7er ist das wirklich extrem viel. Und das hilft mir hier auch im Kampf gegen 2 Rheinmetall-Borsig. Wie wir sehen, einen haben wir schon gespottet von den Panzerknackern. Ein zweiter ist allerdings noch da und wir sehen jetzt hier hinten ein IS, der sich jetzt an unser Team heranschleicht. Den haben sie gespottet und ich versuche natürlich zu helfen. Versuche hier meine DPM mit einzubringen. Also Damage per Minute ist hier wirklich extrem hoch. Wenn jeder Schuss trifft, kann es schnell mal sein, dass so ein IS sehr, sehr schnell platzt. Wir konnten jetzt innerhalb von ein paar Sekunden dort 3 Kugeln drin versenken. Damit hat er nicht gerechnet. Ja, Hellcat E25 und T23E3 sind eine fiese Kombo, auch im T8-Gefecht. Und unser Team hat es hier endlich mal geschafft, ein bisschen aufzuräumen. Wir haben jetzt nur noch diese beiden Rheinmetall-Borsig-Waffenträger vor uns. Das hier vor uns ist der zweite, den allerersten hier. Den haben wir schon mal gesehen. Ich lade jetzt auch HE, weil ich weiß, ich werde hier keinen anderen Gegner sehen in nächster Zeit als diese beiden Pappkartons. Mit großen Kanonen zugegeben, aber HE wirkt hier Wunder.
Zumindest kann man hier aus seinem bescheidenen Damage noch etwas rausholen. Oh, jetzt ist der Trappel hier angekommen. Den scheuche ich jetzt weg. Der hat hier vorne nichts zu suchen. Er hat keine Gun Depression und sollte hier seine Mobilität ein bisschen besser nutzen. Das wird er jetzt auch tun. Er fährt außenrum. Und wir kümmern uns um den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. 185 ins Gesicht mit HE. Das tut immer schön weh. Würde mich nicht wundern, wenn wir da irgendwas kaputt gemacht haben. Ja, deswegen nimmt man immer mindestens 4 HE-Granaten mit, egal mit welchem Panzer. Außer man hat nur 13 Granaten bei, dann nicht. Aber ansonsten immer ein bisschen HE einstecken, gerade bei diesem neuen TD-Baum der Deutschen bringen diese auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und ich versuche jetzt hier den Rheinmetall abzulenken, damit der Doc von rechts hier ein bisschen agieren kann. Leider kommt er da im Moment nicht ran, deswegen muss ich jetzt hier auf Trappel warten, welcher von links kommt und eventuell den anderen Rheinmetall-Borsig-Waffenträger rausnehmen kann. Also sind wir jetzt hier im Moment wirklich nur ein störendes Objekt, aber dieses störende Objekt lenkt hier gerade zwei riesige Kanonen auf uns und der Trappel hat sich da den fünften Kill mittlerweile geholt. Der Rheinmetall hier vorne weiß gar nicht mehr, was er tun soll. Von allen Seiten kommen diese kleinen Knirpse und wollen etwas von ihm. Gut, ich werde jetzt hier den Teufel tun und vorfahren. Ich habe jetzt dem. Eine Arti ist offen. Wir schießen auf die Arti, treffen sie auch. Hat er gerade noch eine HE-Granate drin. Und der Rheinmetall dachte, wir haben jetzt geschossen und fährt vor. Kriegt aber gleich nochmal kalte Füße, zieht sich zurück. Und er versucht es nochmal. Da haben wir ihn gekillt. Er hatte erst eine Kugel von Doc Rati abgekriegt und wir haben insgesamt ja, 2 Sekunden später nachgeladen. Das war's für ihn. Hat er den Reload definitiv unterschätzt. Victory! Das war unser erstes Gefecht, was wir hier mal gewonnen haben. Zusammen insgesamt 58.905 Credits, 1483 XP und es gab nur die First Class. Das bedeutet, heute waren schon einige aktiv und haben hier ordentlich aufgeräumt, aber ich bin zufrieden. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Insgesamt sind wir mit den XP direkt hinter unserem Trappel in seinem E25 und seinen 5 Kills mit unseren 3 Kills und 1539 Schaden. Ja, Schaden gleich Credits. Es ist wirklich ein Premium-Panzer, also man macht ein bisschen Geld, nicht wirklich viel, aber dazu gehe ich später noch ein. Wir haben für unser Repair 2400 bezahlt, 1600 für die Munition, die kostet echt nichts, sollte man kein Gold schießen. Gold kostet ziemlich viel und ja, Consumables ist klar. Wir springen ins nächste Match. Das zweite Match führt uns in die Arctic Region. Und wir sind immer noch im Platoon mit dem Trappel 22 in seinem E25 und dem Doc Rati in seinem Cromwell. Er hat jetzt von der Hellcat auf den Cromwell gewechselt, um uns hier besser supporten zu können. Wir werden jetzt hier am Anfang direkt mal in den Spotbush fahren, um zu gucken, wie gut dieser Panzer dann spotten kann. Das waren auch meine ersten Runden. Wie gesagt, ich habe davor 6 Runden verloren oder 7, keine Ahnung. Und jetzt hier im Platoon das erste Mal wirklich erfolgreich. Da sehen wir auch schon ein Chinookai, welcher auf uns zufährt. Das sollte man mit diesem Panzer auf gar keinen Fall tun. Dorthin zu fahren, das ist Selbstmord. Aber das sehen wir hier. Wir haben unseren ersten Kill. 163 Schaden schon machen können. Da kommt ein M5 Stuart, welcher ebenfalls auf Selbstmordmission unterwegs ist. Und wir versuchen natürlich. Oh, jetzt bleibt er natürlich stehen. War ja klar. Gut, aber er fährt weiter. Wir können jetzt weiter auf ihn schießen. Alle 2,7 Sekunden tut's weh. Aber leider kommt er uns gerade noch mal davon, zumindest vorerst. Und wir stehen hier immer noch ziemlich offensiv am Spotbush. Leider habe ich hier immer noch keine Lampe, deswegen wissen wir nicht, ob wir aufgehen. Da bin ich im Moment noch ein bisschen vorsichtig. Hinter uns oben steht der Trappel in seinem E25, versucht natürlich seinen Menschen möglichstes, um hier zu snipern. Und jetzt ist der Stuart einen Tick zurückgefahren. Der Doc hatte mir Bescheid gesagt, deswegen habe ich mich hier umgedreht und versuche ihn jetzt rauszunehmen. Leider ist er schon wieder entkommen, aber der Doc wird gleich seine Chance nutzen und ihn angreifen. Da fährt er los. Unser Team ist hier extrem defensiv aufgestellt im linken unteren Viertel der Map. Der Gegner hat fast die ganze gegnerische Karte, wenn er denn agieren würde. Aber er steht ebenfalls sehr defensiv, wie wir sehen. Der M5 A1 Stuart da vorne ist extrem alleine. Kein Gegner und auch keine von uns. Oh, er hat einen IS übersehen. Er war ein bisschen blind. Ja, jetzt versuchen wir natürlich, ein IS in die Seite zu pfeffern. Das ist immer ein gefundenes
fressen für unseren kleinen T23E3 hier. Leider ist dieser Schuss gebounced, aber wir haben natürlich gleich noch eine Chance. Und dieser bounced erneut. Ja, sehr schade. Jetzt haben wir ihn aber mal ordentlich erwischt und er kommt leider davon. Gut. Leider nur zwei Schuss reingebracht. Und schön einen KV-3-Schuss gedodged, welcher dort aufgeploppt ist. Ich hatte ihn gesehen mit den Augenwinkeln auf der Minimap, deswegen bin ich sofort zurückgefahren. Aber dass es so knapp würde, ja, man muss halt auch mal Glück haben. So, jetzt dachte ich, ich wäre zu, deswegen fahre ich vor, hab dort aber die Zoo entdeckt. Deswegen bleiben wir kurz stehen und schießen drauf. Leider bouncen wir wieder. Ich wollte hier eigentlich ein bisschen in die Seite schießen, aber naja. Gut, kein Schuss drauf. Der E25 hat ihn sich gekrallt. Aber ich denke, das Konzept ist klar geworden. Wenn wir in einem anderen Panzer gesessen hätten, wäre der weg gewesen. Der Panzer hier ist wirklich nichts für Neulinge. Aber gut, diese werden ihn wahrscheinlich eh nicht bekommen haben. Den gab es ja nur zur Kampagne Welt in Flammen jetzt hier. Die letzten Tage gab es auch vor Golden Victory zu. Und den wird es demnächst auch irgendwann im Shop geben. Wann, ist noch nicht bekannt. Ungefähr 7000 Gold wird dieser Panzer kosten, also ziemlich viel. Finde ich im Moment noch ein bisschen zu teuer. Wenn er billiger ist, kann man sich auf jeden Fall ja, nachdenken, ob man ihn sich holen will. Jetzt haben wir hier eine krasse Situation. Wir hatten am Anfang nur einen T29, Doc hat hier in seinem Cromwell, hat ihn angegriffen, hätte ihn auch geknackt, wenn der T43 und der E25 nicht dazugekommen wäre. Jetzt greifen sie mich an. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier den T43 irgendwie beschäftige und hoffen und beten, dass der T29 sich nicht einmischt. Sieht im Moment ganz gut aus. Jetzt kriegen wir hier vom T29 einen Schuss in die Ketten, welche Gott sei Dank keinen Schaden gemacht haben. Da gab es einen kleinen Ruckler, deswegen habe ich den jetzt nicht gekriegt. Aber unser Team war da auf Zack und unser Trappel hat hier den T29 weggeräumt. Sehr schönes Teamplay hier vom Team, muss ich wirklich mal loben. Ich habe mich hier schon tot gesehen, aber wir haben natürlich auch einen guten HP-Pool von 1050. Das hilft hier in solchen Situationen. Und hier habe ich mich ebenfalls schon fast tot gesehen, aber Mr. T25-2 schoss mit HE. Da habe ich mich auch kurz gewundert und ja, mich gefreut, dass ich noch lebe. 611 HP sind uns geblieben und ich mache jetzt hier eigentlich nur Licht. Zumindest habe ich es versucht, aber es ging nichts mehr auf. Deswegen werde ich jetzt hier wieder ein bisschen aggressiver vorgehen. Ja, zum T23-2E3. Ich finde ihn so ganz niedlich, macht auf jeden Fall Spaß. Allerdings ist er kein Credit-Wunder. Das werden wir ja auch gleich sehen. Also wir haben es ja schon gesehen, aber wir werden hier von diesem Match hier gleich noch eine Auflistung von unseren Kosten sehen. Und insgesamt gab es nicht wirklich viel Credits. Also wenn man eine Credit-Maschine für kleines Geld will, sollte man lieber zur Zoo greifen. 122,44 oder eben zum E25, wenn man ein Profi ist. Aber auf gar keinen Fall zu diesem Panzer sollte er dann demnächst hier im Shop erscheinen. Das hier ist wirklich nur ein Gift-Tank für das erfolgreiche Abschließen dieser kleinen Mini-Kampagne. Auf gar keinen Fall irgendetwas, ja, Großartiges. Also es ist eigentlich nur ein T20 mit einer Mischung T21 und ein bisschen Cheffy mit drin. Man könnte sagen, ein fetter Cheffy. Wir sehen uns zur Auswertung. Victory! 57.928 Credits und 1.320 XP. War okay, war kein besonders grandioses Match, aber mit diesem Panzer muss man hier wirklich aufpassen, was man tut. Er hat zwar jede Menge HP, allerdings kaum Panzerung. Aber das haben wir alles gesehen. Wir gucken kurz hier, wie wir uns geschlagen haben. Ja, mit den XP auf Platz 1, mit dem Damage nicht so, aber dazu sind wir auch gar nicht gebaut, schon gar nicht in einem Tier 7er Match. Gut. Ansonsten haben wir hier wieder die 3000 Repair wie im letzten Match. Munition kostet ebenfalls kaum was, also es bleibt immer noch genug übrig. Allerdings, wie ich bereits im Spiel sagte, ich finde den Panzer als Creditspender nicht wirklich gut. Da ist die Su 122,44 um einiges besser. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Eindruck vom T23E3. Und wir sehen uns demnächst wieder bei For Golden Victory oder einem anderen Video. Macht's gut, bis bald, euer Mo. Tschüss.